Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Thimbleweed Park. Wir versuchen hier gerade mit Dolores die ganzen Röhren abzuschnacken, damit wir hier in die Fabrik kommen. Wir haben nämlich den Schlüssel gefunden. Also was heißt gefunden? Wir haben ihn geklaut und sind jetzt hier in der Fabrik. Warte mal, nutze. Können wir die Röhren vielleicht hierfür benutzen? Nein, okay. It's locked and there's no handle. Immer schön. Ah, geh zu Türen. Okay. Immer schön nach Staubkörnern gucken. Dann gehen wir mal zum Torbogen. Oh mein Gott, ist das groß. Ist hier wieder eine Stempeluhr? Oh, ich. Aus. It's an old discharge battery bolted onto the truck. It appears to be the on-off lever for this electric truck. It's now in the off position. It looks like the battery is dead. Verschlussbolzen. Ohne Zange. Wir haben noch eine Zange hier. Vakuumröhrenzieher. It only works on vacuum tubes. Nutze den auf. Okay, wir brauchen da scheinbar noch was. Hier liegt aber auch kein Staubkorn. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht blind. Wir brauchen noch 5 oder 6 Stück. Nicht mehr viel. Was ungesund. There's a radiation sign on this silo. Must be radioactive waste. Ja, wow. Jackpot, ne? Drücke. Ah, das sind wir. Just your everyday glowing radioactive waste. Nimm. I'm not touching that slime with my bare hands. Okay. Dann nicht. Ah, da ist eine Tür. Geh zu Bild. Das ist bestimmt. Nice photo. Looks like a kid I went to school with. Das ist der Ray. Der Reyes. It's a torn piece of paper. It's some crumpled up paper. Haben wir schon alle Staubkörner gerade gefunden? Nein, noch 7. It's a piece of paper filled with years of filth. Können wir die alle nehmen? Nee. Die sammeln wir irgendwie gar nicht. Oh, da decken wir was frei. Wer hätte damit gerechnet? Ein Handbuch. This is probably filled with clues and puzzle solutions. Nehmen wir. Sicherheitshandbuch. Die Sicherheit der Pilotronics Inc. Fabrik ist uns sehr wichtig. Die Pilotronics Fabrik enthält streng geheime Technologien. Ein Sicherheitsproblem ist ein Problem für uns alle. Wenn Sie Ihre Runde drehen, müssen Sie alle 5 Minuten an einer Sicherheitsbox einchecken. Wenn Sie die korrekte Zeit eingeben, leuchtet das Licht der Station grün. Wenn die KI der Fabrik aktiv ist, darf die Fabrik nicht betreten werden, außer die SR01 wurden deaktiviert. Pilotronics Inc. übernimmt keinerlei Verantwortung für Verletzungen, die aus dem Betreten der Fabrik bei aktiver KI resultieren. Wenn sie nicht die korrekten Zeiten eintragen, wird die Fabrik verriegelt. Nach der Verriegelung muss die PF001 Hauptröhre neu gestartet werden. Der Geschäftsführer ist der Einzige, der die vollständige Anleitung dazu hat. Für Informationen zu den Zeitcodes und die Sicherheit telefonieren Sie mit 3376. Alles klar. Fabrikplan. It's a map of the abandoned factory. Zum Glück können wir uns den gut angucken. Okay, hier ist die Zeituhr. Wieso können wir die Tube eigentlich dafür nicht benutzen? It doesn't work in that. Na gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen mal mit dem hier hinkommen. Weil das war sein Vater. Sein Vater. Den wir hier gesehen haben. Würde ich mal sagen, er war der Junge auf dem Bild. Weil er versucht ja den Mord an seinem Vater. Also da wurde ja der Mord angehangen. Also die Zerstörung der Kissenfabrik. Ich denke, ihm wird das interessieren. I was cute as a kid. I miss Dad. There's his watch in the photo. It would be nice to have this photo of my family.
I'll leave it here as evidence until after we're all done. Wirklich? Das ist alles? Okay, dann bleibt Emma an dieser Zeitschaltuhr stehen. Sie ist an der. Ransom. Brich in die Kissenfabrik ein. Gut. Durch die kaputten Fenster kann man nicht gehen. It's locked and there's no handle. Handle, ja. Handle, okay. Sorry, dass ich es probiert habe. Und hier hinten. Gucken wir das mal an. Pillowtronics, the mechanized pillow factory of the future. Established 1954. The doors are locked and there's no place for a key. It's a large red button. Nothing happens. Na gut, immerhin hat er gedrückt, ne? It's a Dortron 3000, but it's missing its tube. It's missing its tube. Braucht der... wir brauchen eine Zange. Ne, was war denn hier mit der Röhre? Konnten... Also da oben. Ah, die konnten wir nicht anwählen. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 3:10. Dolores, ruf nochmal an. Wie war die Nummer? 3376. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 3:10. It's a heavy-duty restraining strap and bolt, and needs a wrench to loosen it. Er hatte doch einen Wrench. Hier. Oh. Dolores, wo bist du? Ah, du bist da. Okay, dann gehen wir mit Dolores gleich zur nächsten Station wahrscheinlich. Komm, schneller, schneller. Nee, komm. Nutze das auf Verschlussbolzen. Ja, gehe zur Batterie. It's an old discharged battery. Nimm Batterie. It's an old discharged battery. Können wir die mit radioaktivem Zeug wieder aufladen oder was? Wie sollen wir die denn sonst aufladen? Ich weiß es nicht. Also wofür soll es sonst sowas geben? Nutze mit. It doesn't work with that. Seltsames Werkzeug. Ob das für eine Batterie ist? Ich glaube nicht. Gibt es irgendwo Strom? Nee, gibt's nicht, ne? Ein Auto gibt's sonst auch nirgendwo. Außer das von den Taubenbrüdern. /Schwestern. I see another time clock back there. But this truck's in the way. Ah, deshalb. Ich verstehe.
Deshalb muss der weg. It appears to be the on-off lever for this electric truck. It's now in the on position. Die Dolores, ist dann was dabei, was hier helfen kann? Ich glaube nicht. Wo kriegen wir denn jetzt den Strom her, dass wir die Batterie wieder aufladen können? Ups, das wollte ich gar nicht. Wo kriegen wir das her? Nutze Uhr in... It doesn't work in that. It doesn't work in that. Finden wir vielleicht etwas, was als Batterieersatz gelten kann? Verschlussbolzen. Warum? Röhrensockel. Looks like a tube socket. Ja, aber für welche? That doesn't seem to work. Für welche Tube? Ich könnte mir vorstellen, dass noch was im Safe ist. Vielleicht sogar die Tube. Wer weiß, weil wir haben hier nur die da. Aber an den Safe kommen wir halt auch nicht. Obwohl dieses Handbuch... Charles Chuck Edmund. Nee, tut mir leid, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wir können hier nichts ändern, weil es alles noch rot. Ah, aber erst dann leuchtet es ja grün. Ich verstehe nicht, wie wir das eingeben sollen. Nee, wenn ich einfach nur tippe, passiert auch nichts. Kann ich das hier nicht auch an? Hier ist, das ist doch das Symbol dafür, dass ich hier noch was reinhauen muss. Stempeluhr. Röhrensockel. Dorotron. Roter Knopf. Mehr ist hier nicht. Lampen. Ah, wenn alle Stationen... Ich verstehe. Deswegen brauchen wir auch die andere Station, weil wir dann vier Stationen haben, die grün leuchten, dann kommen wir hier durch. Ich verstehe. Was hat das mit dieser Tür auf sich? Da kommen wir vielleicht am Ende raus. Wir können sonst nirgendwo lang gehen. Drücke. Nein, drücke. I can't push that. Öffne. I can't open that. Das ist nicht so einfach gerade. Nutze das. It doesn't work on that. Autobatterie. Wo ist denn ein Auto geparkt? Gibt es irgendwo ein Auto? Gibt nirgendwo ein Auto. Vielleicht kann der. Ich wollte jetzt einen Franklin gegeben, aber der Franklin. Da kann der die seppen. Aber wie soll der die bekommen? Ist dann wieder die andere Frage, ne? Wie soll der die bekommen? Dolores? Franklin muss ins Jenseits flüchten? Wir wissen nur nicht genau wie. Wir sind immer hier. Wenn nicht... Hier, gehen wir mal durch. Auf dem Wanderweg gibt es kein Auto, aber da ist noch dieser komische Treff irgendwie. Dieser Wegweiser, den wir da haben, bringt uns gar nichts. Hier ist auch nicht wirklich was. Am Zirkus erst recht nicht, beim Hotel auch nicht. Nein. Und in der Mansion auch nicht. Das macht doch alles keinen Sinn. Und dann haben wir noch diese Flasche, die wir nicht benutzen können. Hier geht es auch nirgendwo durch. Und die Tür, die hat keine Klinke, wissen wir. It doesn't seem to fit that. Ja, okay. Ich warte ja nur die ganze Zeit, bis irgendwann mal
Was kommt? Jo, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Mal gucken, ob wir es dann schaffen. Bis dann. Tschüss.